Schnelles und günstiges Essen. Das hat McDonald's perfektioniert. Hinter dem Erfolg stecken raffinierte Tricks. Jetzt packen sie aus. Die Insider von McDonald's. Sie haben mehrere Jahre für den Konzern gearbeitet. Um die Insider vor Konsequenzen zu schützen, sind alle fünf nicht zu erkennen. Sie tragen Masken. Ihre Stimmen sind verändert. Sie verraten die lukrativsten Strategien des Fastfood-Riesen. Ich war mehrere Jahre bei McDonald's als Schichtleiter tätig. Und hier zählt nur die Geschwindigkeit. Ich war 5 Jahre lang Restaurantmanager bei McDonald's und weiß, dass das hier der beste Mitarbeiter ist. Ich war 15 Jahre bei McDonald's. Und ich kann euch sagen, nicht nur der Burger hat den Konzern so erfolgreich gemacht. Ich war mehrere Jahre Restaurantleiterin. Und Kinder sind für McDonald's die Gäste der Zukunft. Die fünfte Insiderin hat für McDonald's im PR-Management gearbeitet. Um ihre Karriere zu schützen, werden auch ihr Aussehen und ihre Stimme verändert. Ich bin seit über 10 Jahren in der Kommunikationsbranche. Weiß, was wirklich hinter der Nachhaltigkeitsstrategie von McDonald's steckt. Wie raffiniert McDonald's Kundinnen und Kunden beeinflusst, ist den wenigsten bewusst. Los geht's bei der Bestellung. Der Erfolg von McDonald's beruht eigentlich darauf, dass alles, das ganze System auf Schnelligkeit ausgerichtet ist. Das Fast im Fastfood ist bei McDonald's oberstes Gesetz. Denn schnelle Abfertigung bringt mehr Umsatz. Dafür müssen die Mitarbeiter klare Vorgaben einhalten. Mit das Erste, was ein McDonald's-Mitarbeiter lernt, nicht zu viel in den offenen Dialog zu gehen. Dauert die Bestellung zu lang, mindert das den Umsatz. Deshalb nimmt McDonald's seinen Gästen möglichst viele Entscheidungen ab. Hallo. Mit einem Katalog sogenannter geschlossener Fragen. Die offene Frage bei beispielsweise der Soße für die Chicken Nuggets wäre jetzt, welche Soße das denn noch zu sein? Falsch. Denn dann wird erstmal nachgefragt, weil welche Soßen habt ihr denn überhaupt? Ist die Chili-Soße sehr scharf? Ist die Barbecue-Soße rauchig oder anders? McDonald's schult seine Mitarbeiter gezielt an der Kasse, geschlossene Fragen zu stellen. Wenn es nur Ja-Nein-Antworten gibt, erhöht sich das Bestelltempo enorm, weiß Insiderin Clarissa. Wenn jemand einen Burger bestellt, sagen wir mal einen Big Mac, man fragt sofort, darf es ein Menü sein mit Pommes, Ketchup und Cola? Meistens wird dann einfach mit Ja geantwortet und dadurch wird natürlich der ganze Bestellungs- und auch der ganze Orderungsprozess beschleunigt. Tatsächlich belegen Studien, Gäste, die sich unter Zeitdruck entscheiden müssen, antworten mehrheitlich mit Ja. Hi. Hallo, ich hätte gerne ein Big Mac. Als Menü? Ja. Mit Pommes und Cola? Ja. Ketchup? Ja. Simpel, aber effektiv. Auch dank der geschlossenen Ja-Nein-Fragen kann McDonald's über 63 Millionen Kundinnen und Kunden pro Tag auf der ganzen Welt bedienen. Gerade beim Drive-In-Schalter ist Geschwindigkeit die wichtigste Währung. Es gibt eine genaue Zeiterfassung, die beginnt, wenn das Auto zum Bestellterminal vorfährt und die endet, wenn es wirklich die Bestellung hat und dann auch weggefahren ist. Sobald ein Auto in den Drive-In fährt, erfassen Kameras den Bestellvorgang. Die Zeit läuft. Am Ende wertet McDonald's die Daten aus und vergleicht sie mit den Messwerten anderer Filialen. Wer zu langsam arbeitet, wird von der Zentrale ermahnt. Jede Stunde wird eine Durchschnittszeit errechnet und die konfiguriert sich dann automatisch im Intranet von McDonald's. Und vom Headquarter kommen tatsächlich öfter dann mal Rückfragen bzw. Rechtfertigungsaufforderungen, warum Zeiten nicht eingehalten werden. Der Druck durch die Zeiterfassung bedeutet Stress für die Mitarbeiter. Für den Konzern macht er sich bezahlt, besonders während der Corona-Pandemie. Dank der Drive-In-Schalter kann McDonald's seinen Betrieb aufrechterhalten und weiterverdienen. 1,43 Millionen. So viele Menschen strömen jeden Tag in die deutschen McDonald's-Filialen. Nicht nur ein schneller Bestellvorgang, auch die rasche Zubereitung ist erfolgsentscheidend. Hinter dem schnellen Essen steckt System. Für uns McDonald's-Profis ein Cheeseburger in 30 Sekunden gar kein Problem.
Die Produktionslinien in McDonald's-Küchen sind genau aufeinander abgestimmt. Das macht die Zubereitung verlässlich und vor allem schnell. Insider Manuel hat mehrere Jahre als Schichtleiter bei McDonald's gearbeitet. Er zeigt, wie ein Cheeseburger entsteht. Ich mache jetzt erstmal Senf und Ketchup drauf. Danach kommt Zwiebeln. Schön mit dem beliebtesten Gürkchen der Welt. Eine Scheibe Käse, Fleisch und fertig ist der Burger. Et voilà. Der Cheeseburger in unter 30 Sekunden. Damit das so schnell geht, hat der Fastfood-Gigant etwas Entscheidendes bei der Fleischzubereitung geändert. Ich habe das aus dieser Wärmebox rausgeholt. Das nennt sich OC. Das ist eine neue Erfindung von McDonald's. Heißt, es werden nicht mehr wie früher die ganzen Cheeseburger, Big Macs etc. alles dahin gelagert, sondern jeweils nur die Fleischstücke. Früher verarbeitet McDonald's seine Fleischfrikadellen nach dem Grillen direkt zum Burger. Er wird fertig verpackt warm gehalten. Wenn er nach 15 Minuten nicht über den Tresen gewandert ist, müssen ihn die Mitarbeiter entsorgen. Heute ist das anders. Klar, wenn man hier 8 Patties produziert hat, beziehungsweise gegrillt und keiner verkauft wird, gehen halt nur 8 Patties weg, anstatt der ganze Burger. Das spart Geld und reduziert die Lebensmittelverschwendung. McDonald's überlässt bei der Burgerproduktion nichts dem Zufall. Es gibt oben auch einen Monitor, der auch der Küche anzeigt, wie viel belegt sein soll. Die Daten kommen direkt aus der Zentrale. Mit einem ausgefeilten Algorithmus analysiert McDonald's, was gerade im jeweiligen Bezirk los ist. Ferien, ein Fußballspiel, schönes Wetter oder ein Konzert in der Nähe. Die Küche bekommt genaue Anweisungen. Heißt, gegen 12 Uhr in dem Shopping-Einkaufszentrum, wo viele Leute dann Pause haben, wird dann dementsprechend dieser Monitor den Mitarbeitern zeigen, hä? Da reichen nicht mehr 8 Patties für die Cheeseburger, Hamburger oder wie auch immer, sondern es braucht 36 oder 42. So kann man immer noch gewährleisten, dass man nicht leer geht und immer weiter und immer weiter und immer weiter produzieren kann. McDonald's richtet seine Schnellrestaurants auf den Massenbetrieb aus. Wer sich eine ganz frisch gebratene Fleischfrikadelle wünscht, für den hat Insider Manuel einen Tipp. Mein Geheimtipp für alle, die es frisch haben wollen, immer ohne Salz bestellen. Einfach nach den Burger ohne Salz fragen und dann wird der Burger-Patty nochmal frisch gebraten. Eine der größten Erfolgsgeschichten Amerikas beginnt recht unspektakulär. In San Bernardino, einem kleinen Ort unweit von Los Angeles. 1940 eröffnen dort die Brüder Maurice und Richard McDonald einen kleinen Burgerladen. Verzehrt wird auf einem großen Parkplatz im Auto. Doch den Brüdern dauert die Zubereitung der Speisen zu lange. Das Essen soll schnell produziert und Gäste sollen effizient abgearbeitet werden. Also schauen sich die Brüder Henry Fords Fließbandkonzept ab, bauen ihre Küche danach um, kündigen den Servicekräften und eröffnen ein Restaurant mit Selbstbedienungstheke. Damals wie heute. McDonald's wirbt mit schnellen Burgern zu günstigen Preisen. Der günstigste unter ihnen ist der einfache Hamburger. Für 1,79 Euro. Doch im Durchschnitt gibt ein Gast bei McDonald's über 10 Euro aus. Wenn du hier vorstehst, dann wird es nicht nur ein Kaffee sein oder ein Burger. Das ist garantiert. Seit 2016 sind sie die Umsatzgaranten schlechthin. Die digitalen Bestellterminals. An den großen Bildschirmen gibt man über Touchscreen seine Bestellung selbst auf. Insider Benny weiß, warum diese Maschine McDonald's den Geldsegen bringt. Weil die Menüführung einfach genial ist. Man sieht hier direkt auf der Landingpage die gängigsten Produkte. Mit deutsches Menü, groß, klein. Du bist auch nicht gestresst. Du wirst, wenn dann nur weiter verführt von McDonald's. Dir kann es egal sein, ob eine 10 Meter Schlange hinter dir ist, weil solange du nicht fertig bist, ist der nächste nicht dran. Und das ist auch der Sinn dieses Terminals. Wer sich einfach nur nach einem simplen Burger sehnt, hat es nicht leicht. Mit einer raffinierten Menüführung animiert McDonald's dazu, der Bestellung immer weitere Produkte hinzuzufügen.
Selbst beim Bezahlvorgang gibt es neue Angebote. Das hat nicht auch mit den Verkaufsförderungsmaßnahmen, weil ich habe jetzt noch die Möglichkeit, als Snack in McPlant Nuggets oder Spicy Chicken Nuggets oder nochmal einen Cheeseburger dazu zu nehmen. Und das war's. Somit hat McDonald's einen roten Faden, wie sie den Kunden einfach dazu kriegt, mehr Geld auszugeben, als er eigentlich wollte. Auch einzelne Burger können am Bestellterminal mit ein paar Klicks erweitert werden. McDonald's verfolgt auch hier eine ganz bestimmte Verkaufsstrategie. Es beginnt ja schon bei bestehendem Burger. Auch wenn du ihn nur einzeln nehmen wollen würdest, wird McDonald's alles probieren, dass du nochmal ein Patty dazu nimmst, nochmal ein Bacon, Jalapeno oder Käse. McDonald's bringt das maximalen Umsatz und somit dann auch Gewinn. Weil alles, was man hier dazu nimmt, ist Free Money letztendlich. Ein Big Tasty mit extra Bacon? Und wie wären 4 Fleischpatties anstelle von 2? Mehr geht immer und kostet immer extra. Bei McDonald's klingeln auch dadurch die Kassen. Seit der Einführung der Terminals sind die Gewinne des Fastfood-Riesen um mehr als 15% gestiegen. Der McDonald's ist so genial, weil es nicht nur die Gewinne, ich meine den Umsatz maximiert, sondern auch gleichzeitig die Kosten reduziert, weil du sparst dir letztendlich Mitarbeiter. Weil das Kiosk-Terminal es arbeitet immer 24/7, es braucht keine Pause, braucht keinen Urlaub, ist nie krank. McDonald's setzt verstärkt auf digitalisierte Bestellungen, auch über die Handy-App. Effiziente Maßnahmen, die die Kosten senken und den Umsatz ankurbeln. Mit Folgen für das Personal. McDonald's ist in Deutschland der größte Arbeitgeber im Bereich Systemgastronomie. 2021 beschäftigt der Konzern hierzulande rund 65.000 Menschen. Das Erfolgskonzept von McDonald's besteht darin, dass die Mitarbeiter binnen eines Tages eingelernt werden können, unabhängig, ob es die Fritteuse, die Grillstation oder selbst die Kasse ist. Alle Arbeitsabläufe sind optimiert und vereinfacht. So können Mitarbeitende, die normalerweise an der Kasse stehen, bei hohem Kundenaufkommen auch in der Küche aushelfen. Und umgekehrt. Jeder kann den Job machen. Man braucht keine Ausbildung. Dadurch, dass man hier nicht großartig denken muss, sondern einfach nur arbeiten, den einzelnen Schritten folgen muss, bedarf es auch gar nicht zu viel Gehalt. Ein Filialmitarbeiter oder eine Mitarbeiterin verdient zurzeit 1.952 Euro im Monat. Das entspricht einem Stundenlohn von 12,20 Euro. 20 Cent mehr als der gesetzliche Mindestlohn. Insider Manuel sieht ein anderes Problem. Bei McDonald's gibt es kaum bis tendierend keinen, der einen Vollzeitvertrag hat. Wieso? Weil man will sehr viele Mitarbeiter, um flexibel bleiben zu können. Im Duden findet sich sogar der negativ besetzte Begriff Mac-Job. Ein schlecht bezahlter, ungesicherter Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter sind im ständigen Wechsel. Keiner bleibt wirklich über eine längere Periode bei McDonald's. Erstens sind es nur Studenten, die arbeiten. Und zweitens ist das meistens für viele ein Sprungbrett. Die arbeiten, um die Zeit zu überbrücken und suchen sich währenddessen noch was anderes. Saftiges Fleisch aus Deutschland. Dem einen oder der anderen läuft da das Wasser im Mund zusammen. Das Beef Patty ist das Herzstück der McDonald's Burger. Nach eigenen Angaben besteht es zu 100% aus Rindfleisch. 98% des Fleisches kommen dabei aus Deutschland. Das hört sich ja schon geil an, da McDonald's damit wirbt, 100% saftiges Rindfleisch in seinen Burger zu verwenden. Die Frage ist nur, was ist es denn letzten Endes für Rindfleisch? In Deutschland wird Rindfleisch in 7 Kategorien unterschieden. Kalbsfleisch, Fleisch vom Jungrind, Jungbullenfleisch, Bullenfleisch, Fleisch vom Ochsen, Fleisch von der Milchkuh und von der Ferse. Aber was ist denn letzten Endes wirklich in diesen Burger-Patties drin? Ist es der Jungbulle? Ist es das Entrecôte? Das werden Passanten in einer Berliner Fußgängerzone gefragt. Welches Rindfleisch verwendet McDonald's für seine Burger?
irgendwas nichts Gutes auf jeden Fall, weil es McDonald's, ne? Halt das Billigste vom Billigsten. Ja. Ja, habe ich mal gearbeitet in den 80ern sogar. Nee, ich würde sagen Ochse. So aus dem Gefühl raus. Zippen wir auf den jungen Bullen. Na, das Preiswerteste wahrscheinlich. Sagt der jungen Bulle. Kein eindeutiges Ergebnis. Von der Ferse bis zum Ochsen ist alles dabei. Nur bei der Milchkuh sind sich die Passanten sicher. Die wird nicht zur Burger-Patty-Herstellung verwendet. Insiderin Sonja weiß, welches Fleisch der Burger-Riese am Ende nutzt. McDonald's nutzt Milchkühe, die bereits 5-6 Jahre auf der Weide standen und wirklich viel Milch gegeben haben, viel Arbeit geleistet haben und ausgezehrt sind für ihre Burger. Wie? Ich hätte wirklich gedacht, es wären jüngere Tiere. Jüngere? Ach, die, wenn sie nicht mehr ergiebig Milch geben, dann zum Schlachter wandern, aus Dank. Ach so, und dann werden sie natürlich anderweitig dann verwendet. Ah ja, stimmt. Ja, logisch, das ist ja noch einfacher. Ja, stimmt. Ist gut, dass das noch verwendet wird. Auch die Alten, dass sie nicht umsonst sterben. Milchkühe isst man doch eigentlich nicht, ne? Eigentlich, gut gesagt. Boah, ist das ekelhaft. McDonald's bezieht den Großteil seines Rindfleisches von Milchbauern. Der Konzern verwertet das Fleisch älterer Kühe, die bis zu 7 Jahre lang Milch gegeben haben. Grillweltmeister und Burgerliebhaber Klaus Breinig erklärt, warum das Unternehmen auf Milchkühe setzt. McDonald's hat natürlich aus erster Sicht wirtschaftlich gedacht. Was gibt es denn in der Menge, die wir benötigen, am Markt? Und da ist man natürlich auf die Milchkuh gekommen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass McDonald's aufgrund der Menge natürlich das Kuhfleisch günstiger bekommt wie der Bulle. Es ist auch im Allgemeinen günstiger. Auch wenn viele das nicht glauben, hilft ja McDonald's den Milchbauern, ja, anschließend ihre Kühe in eine vernünftige Verwertung zu geben. Und das sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich in erster Linie positiv. Sowohl man ganz klar sagen muss, dass McDonald's das natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen macht. In Deutschland gibt es rund 3,8 Millionen Milchkühe. Für McDonald's heißt das günstiges Fleisch in Massen. Klaus Breinig macht den Qualitätstest. Auf dem Grill Patties aus Milchkuhfleisch und Burger-Patties mit Fleisch vom Jungbullen. Hier vorne sieht man beim Bullen deutlich viel mehr Flüssigkeitsverlust, viel mehr komprimiert. Das heißt, er wird viel schneller, viel kleiner. Während jetzt das Kuhfleisch deutlich weniger Verlust an Flüssigkeit hat und auch deutlich weniger schrumpft. Das heißt, für McDonald's ist das wirtschaftlich natürlich ein riesiger Vorteil, wenn der Burger nur 10 Gramm verliert statt 18 Gramm. Das auf die Menge gesehen, die McDonald's produziert, das ist schon heftig. Das Fleisch von der Milchkuh hat einen hohen Fett- und Proteingehalt. Deshalb schrumpft es beim Braten weniger zusammen. Für McDonald's bedeutet das eine hohe Wirtschaftlichkeit. Und auch bei den Hähnchen-Nuggets spart das Unternehmen nach Kräften. An den Chicken McNuggets bei McDonald's ist es besonders einfach, woraus sie gemacht sind. Denn die Chicken McNuggets sind mit Hähnchenfleisch und mischt aus. Das ist ein ganz einfacher Trick in der Marketing- und Kommunikationsbranche. Ein Blick auf die Zutatenliste verrät, die Chicken Nuggets bestehen zu 46% aus Hähnchenbrustfleisch. Der Rest ist ein Gemisch aus Weizenmehl, Wasser, Öl und Zusatzstoffen. McDonald's schreibt in seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht, das Hähnchen stamme zu 26% aus Deutschland, die restlichen 74% aus Europa. Warum macht McDonald's das Ganze? Aus Profit. Teures Hähnchenfleisch oder billige Füllstoffe? Natürlich setzt McDonald's da einfach auf billige Füllstoffe und das kleine Wörtchen mit, weil so können sie den Profit pro Chicken McNuggets erhöhen. Ob Cheeseburger oder Big Tasty Bacon, ein Burger kommt selten allein. Der Fastfood-Gigant weiß ganz genau, wie er seine Speisen verkaufen muss. Die Zauberformel, das Menü. Du gehst zu McDonald's, möchtest dir nur einen Burger kaufen. Und bevor du dich versiehst, hockst du mit einem Menü am Tisch. Und das nicht ohne Grund. Dahinter steckt natürlich eine Strategie. Verhaltensforscher haben herausgefunden, wer nur ein einziges Produkt kaufen möchte, greift sehr wahrscheinlich zum Menü. Wenn es den Anschein eines Schnäppchens erweckt. Das wirklich Interessante für den Kunden ist, wenn sie ein Menü holen, dann kriegt das Core-Produkt mit dem Getränk und mit dem Pommes für einen verbindlichen Preis an unter 10 Euro. Um so natürlich
nicht wie bei dem Döner, wo ich einen Döner kaufe und dann natürlich noch einmal mein Getränk kaufen muss und dann nochmal Pommes extra kaufen muss, was natürlich zu einer höheren Summe führt. Und ja, McDonald's hat sich das natürlich schon ganz klar Strategie zurechtgelegt, hier das Menü zu verkaufen und natürlich aufgrund des Menüs einen guten Verkaufspreis erzielen zu können. Ein Burger, zwei Beilagen. Nachgerechnet am Kassenschlager der Fastfood-Kette, dem Big Mac. Der Burger allein ist für 5,29 Euro zu haben. Die große Portion Pommes kostet 3,69 Euro. Und der halbe Liter Cola 3,59 Euro. Macht zusammen 12,57 Euro. Wer sich für das Menü entscheidet, bezahlt 8,99 Euro. So spart man ganze 3,58 Euro. Wie kann McDonald's bei diesem günstigen Preis noch Geld verdienen? Das liegt an der Kombination der Produkte. Das teuerste Produkt ist natürlich der Big Mac. Dann haben wir das Side-Produkt, in dem Fall Pommes. Aber der Clou ist natürlich die Cola. Egal ob Fanta, Sprite oder Cola. Seit 1976 arbeiten McDonald's und die Coca-Cola GmbH eng zusammen. Eine Win-Win-Situation für beide Megakonzerne. Die Coca-Cola kommt in Form eines Sirups ins Restaurant. Hat natürlich einen Vorteil, braucht dementsprechend weniger Lagerfläche. Und wir haben natürlich einen Vorteil in Deutschland, dass Sirup als Lebensmittel gilt und nur mit 7% besteuert wird im Einkauf. Insider Tim verrät: Die Marge auf den Softgetränken ist gigantisch. Bis zu 2400%. Ein halber Liter Cola, Fanta oder Sprite kosten McDonald's im Einkauf weniger als 20 Cent. Ist natürlich ein Gewinn für beide Seiten. Auf der einen Seite profitiert der Kunde von einem günstigen Verkaufspreis und natürlich der Konzern von einer guten Gewinnmarge in Kombination. Das Menü ist in zwei Varianten erhältlich. Die große Variante ist 40 Cent teurer. Dafür erhält man 46 Gramm mehr Pommes frites und 100 Milliliter mehr Getränk. Allein der zusätzliche Pommesanteil hat einen regulären Verkaufswert von über 1 Euro. Wer sich für das große Menü entscheidet, erhält also nicht nur die größere Portion, sondern auch das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Abenteuerspielplatz auf dem Restaurantgelände, das Happy Meal mit dem beliebten Spielzeug oder der Kindergeburtstag. McDonald's legt großen Wert darauf, gerade die Kleinsten für sich zu gewinnen. Für McDonald's sind Kinder extrem wichtig, wie McDonald's gerne sagt, die Gäste der Zukunft. Der Fastfood-Riese schenkt den Gästen der Zukunft große Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn es um einen ganz besonderen Tag geht. Was gibt es Größeres für Kinder als Kindergeburtstag, einfach mal mit allen Freunden zusammen im Playland bei McDonald's feiern zu dürfen? Der Fastfood-Konzern überlässt dabei nichts dem Zufall. Ein genauer Ablaufplan schreibt den Mitarbeitern vor, wie sie die Party gestalten müssen. Die Kinderbetreuung ist für die Eltern komplett kostenfrei. Ein verführerischer Trick. Dafür hat man aber für Kinder, und zwar für viele Kinder, denn auch die Kinder, die eingeladen sind, nicht nur das Geburtstagskind, haben ein prägendes Erlebnis, das sie mitnehmen und das sie positiv für immer mit McDonald's verbinden werden. Studien zeigen, Erwachsene belohnen oder trösten sich mit Lebensmitteln, mit denen sie als Kind positive Erfahrungen gemacht haben. Experten bezeichnen das als Lebensphasenkonzept. Im Kindesalter angewöhnt, bleibt eine lebenslange Verbindung. McDonald's zieht Kinder so zu treuen Fastfood-Fans heran. Was ganz Besonderes für die kleinen Gäste ist natürlich das Happy Meal. Seit den späten 70er Jahren ist das Kindermenü nicht mehr aus der McDonald's-Welt wegzudenken. Vor allem die darin enthaltene Spielzeugüberraschung gilt als Grund für den Erfolg. Schon im Jahr 2010 gerät das Kindermenü in die Kritik. Gesundheitsexperten bemängeln, dass der Konzern ungesundes, kalorienreiches Essen gezielt an Kinder vermarktet. Fastfood hat ja generell zu Recht keinen guten Ruf.
Und da hat McDonald's sich natürlich was Neues einfallen lassen. Und das war dann halt eben die gesunde Alternative zum Nachtisch, die Apfeltüte. Neben Burgern, Nuggets und Pommes können Kinder nun auch Bio-Äpfel wählen. Greifen Kinder wirklich zu den Vitaminen? Oder ist das nur ein gesunder Anstrich? Ein Berliner Spielplatz. Hier toben Kinder mit richtig viel Hunger. Wir machen den Test. Die Kinder dürfen frei wählen. Soll es der Cheeseburger, die Pommes, die Chicken Nuggets oder die gesunde Apfeltüte sein? Welche Happy Meal Beilage ist am beliebtesten? Kann die gesunde Apfeltüte punkten oder greifen die Kleinen doch zu Pommes und Co.? Chicken Nuggets. Burger. Nuggets. Cheeseburger. Ich esse gern Chicken Nuggets. Cheeseburger. Das Ergebnis ist eindeutig. Burger, Nuggets und Pommes kommen am besten an. Gerade mal 2 von 20 Kindern greifen zu der gesunden Beilage. Das ist bei Kindern nicht anders als bei den Erwachsenen. Es ist auch wieder ein Beweis dafür, wie durchdacht das ganze Konzept sowohl im Marketing als auch allumfassend von McDonald's ist. Wenn sie bestellt wird, dann sind es Eltern, die Vernunft walten lassen wollen. Better M, das Nachhaltigkeitskonzept von McDonald's. Mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimaschutz. Das alles verspricht der Fastfood-Gigant. Alles wird grün, sogar das Logo. Insiderin Sonja hat für McDonald's als PR-Beraterin gearbeitet. Sie weiß, was hinter dem grünen Image wirklich steckt. Definitiv kommt niemand mehr heutzutage um das Thema Nachhaltigkeit drumherum. Und natürlich muss dann auch so ein Gigant wie McDonald's einfach darauf setzen, einfach Nachhaltigkeit weiter bei sich in den Vordergrund rücken, in die Kommunikation reinbringen. Dafür setzt McDonald's seinen Nachhaltigkeitsbericht und groß aufgezogene Kampagnen ein. Wir reden keinen Müll, wir machen einfach weniger. Mit diesem Slogan bewirbt die Fastfood-Kette ihre Verpackungskampagne im großen Stil. Was sieht man tagtäglich von McDonald's? Man sieht den Müll. Also wo sollte man ansetzen? Natürlich bei dem, was die Konsumenten sehen. Weniger Müll produzieren. Wir reden keinen Müll, wir machen weniger Müll. Also das sehe ich jetzt nicht. Die Maßnahmen reduzieren den Verpackungsmüll pro Produkt um 70%. Verspricht zumindest der Konzern. Keine Plastikdeckel, keine Plastikstrohhalme und den McFlurry gibt es nur noch im Pappbecher. Tausende Tonnen Plastik will der Konzern so einsparen. Bis 2025 sollen alle Verpackungen aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Materialien bestehen. Überall hört man einfach nur die Slogans, die man nach außen bringen will. Aber was dabei wirklich dahinter steckt, das ist eine ganz andere Frage. 2019 verursacht McDonald's rund 51.000 Tonnen Verpackungsmüll. 2020, nach Pandemiebeginn, reduziert sich der Müllberg auf knapp 40.000 Tonnen. 2021 steigt die Zahl wieder auf über 44.000 Tonnen. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert das Einwegsystem von McDonald's. McDonald's fokussiert sich in allererster Linie darauf, Einwegkunststoffverpackungen durch Einwegpapierverpackungen zu ersetzen. Das Problem an Einwegverpackungen ist, dass sie permanent und für jedes Lebensmittel, was darin reingetan wird oder Getränke, die abgefüllt werden, muss immer wieder neu produziert werden. Das verbraucht Energie, das verbraucht Ressourcen. Das können wir uns nicht mehr leisten, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Das muss man McDonald's vorwerfen und deshalb ist vieles von dem, was die machen, Greenwashing. Für die Deutsche Umwelthilfe lautet die Lösung für das Verpackungsproblem Mehrweg. Seit Anfang 2023 sind Gastronomen in Deutschland verpflichtet, ihren Gästen wiederverwendbare Verpackungen anzubieten. Testbesuche zeigen aber, dass das Angebot bei McDonald's nicht angenommen wird. Wir haben in diesem Testbesuch nicht einen einzigen Kunden gesehen, der Mehrweg nachgefragt hat. Das ist ein ökologisches Feigenblatt. Das wird nicht in die Breite gebracht, das wird nicht angereizt, das wird den Leuten nicht erklärt. Und deshalb ist das zwar ein Angebot, aber nur eine Scheinlösung. Wer hofft, sich dadurch die Burgerverpackung zu sparen, wird enttäuscht.
McDonald's Mehrwegverpackungen gibt es nur für Getränke und Eis. McDonald's muss sich natürlich beim Klimaschutz zuallererst auf die Nahrungsmittel konzentrieren. Das ist völlig klar. Nichts ist klimaschädlicher als die Fleischproduktion. Der CO2-Fußabdruck von McDonald's liegt bei 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Verpackungsmüll macht da gerade einmal 4% aus und hat somit relativ wenig Einfluss auf den CO2-Fußabdruck. 2021 verbraucht McDonald's das Fleisch von rund 80.000 ausgewachsenen Kühen, allein in Deutschland. 89% der CO2-Emissionen stammen demnach aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung. Es gibt immer noch hauptsächlich Fleischprodukte. Das heißt, es gibt gar keine veganen, also eigentlich für die Umwelt viel besseren Alternativen. Fleischlose Produkte haben es bei McDonald's schwer. Der vegane Burger, der Fresh Vegan TS, wurde Anfang 2023 komplett aus dem Sortiment genommen. Als Ersatz gibt es den vegetarischen McPlant. McDonald's erklärt diese Entscheidung wie folgt. Leider wurde das Produkt nicht in dem Maße nachgefragt, wie wir uns das gewünscht haben. Schließlich muss sich ein Produkt entsprechend verkaufen, um einen dauerhaften Platz im Sortiment zu haben. Das heißt, jedem Kunden sollte klar sein, wenn er wirklich zu McDonald's geht, tut er einfach was für die Klimakrise und nicht dagegen. McDonald's hat einfach nicht wirklich das Angebot und sie möchten ja scheinbar auch nicht, weil sonst würden sie das Angebot ja erweitern. Sie möchten ja scheinbar nicht bei dieser Nachhaltigkeitskampagne auf Fleisch verzichten, sondern auf das, was die Konsumenten am ehesten sehen und was irgendwie jeden betrifft. Die Verpackungen, die eigentlich gar nicht so viel ausmachen. Zu den beliebtesten Produkten bei McDonald's gehört der McFlurry. Ein Vanille-Soft-Eis mit frei wählbarer Geschmacksrichtung. Ende 1997 kommt es nach Deutschland. Für die Erwachsenen und auch Jugendlichen würde ich sagen, ist das Erfolgsprodukt der McFlurry letztendlich. Man hat durch McFlurry einfach ein einzigartiges Eisprodukt bekommen, mit dem man einfach auch McDonald's verbindet. McDonald's bietet sein Softeis mit süßen Toppings an. KitKat, Smarties oder Karamellsoße. Das Eis hat eine große Fangemeinde, ist aber auffallend oft nicht zu bekommen. Mit Begründungen wie diesen. Nein, wir haben leider kein Eis. Die Eismaschine ist kaputt. Im Netz kursieren Witze und Verschwörungstheorien über die Anfälligkeit der McDonald's-Eismaschinen. Ich fühle mich ständig so kaputt. Ich könnte eine McFlurry-Eismaschine sein. Und selbst McDonald's twittert. Wir haben einen Witz über unseren Eisapparat, aber wir fürchten, er funktioniert nicht. Naja, für die Mitarbeiter ist es einfach zu sagen, die Eismaschine ist kaputt. Tatsächlich ist die Maschine sehr wartungsintensiv und hat sehr eng getaktete Serviceintervalle. Man muss die einfach regelmäßig warten, um einfach ein einwandfreies Produkt zu kriegen. Die muss jeden Tag pasteurisieren, damit da keine Bakterien drankommen ans Produkt. Womit ist es für Mitarbeiter letztendlich einfacher zu sagen, die Eismaschine ist kaputt, aber zu 99% der Fälle wird sie nur geeinigt. Der Name Flurry kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Schneegestöber. Bis 2020 verrührt eine Maschine das Softeis. Dann ändert McDonald's das Material der Wegwerflöffel. Oh mein Gott, es ist ein McFlurry! Das total durchgedrehte Eis ist da. McFlurry von McDonald's. Früher hatte man diesen Plastiklöffel. Der wurde an eine Maschine gespeckt und die Maschine hat den Löffel zum Drehen gebracht und zwar ganz, ganz schnell. Heutzutage hat man aus Nachhaltigkeitsgründen so einen Holzlöffel eingeführt, aber wenn man ihn zu schnell drehen würde, dann würde er ganz einfach brechen. Weder geschüttelt noch gerührt. Viele Eisfans sind enttäuscht. McDonald's nimmt es mit Humor und antwortet auf Social-Media-Kommentare. Umrühren müsst ihr ab sofort selber. Aber hey, das schaffst du schon. Wir glauben an dich. Der Unmut über den Holzlöffel bleibt. Dabei ist die Plastikvariante alles andere als nachhaltig. 2008 hat McDonald's schon einmal die Plastikverpackung des McFlurries verändert. Angelockt vom süßen Geruch kam es vor, dass Igel in die weggeworfenen Becher krabbelten. Dabei blieben sie mit dem Kopf im Deckel hängen und verhungerten. Der Unmut darüber war so groß, dass McDonald's den Deckel änderte. Bis heute gehört der McFlurry
zu den beliebtesten Produkten. McDonald's kann letztendlich nicht auf ein McFlurry-Eis verzichten, dadurch, dass es der Grund ist im Sommer, wieso man auch zusätzlich zum McDonald's geht. McDonald's ist überall. Rund 40.000 Filialen finden sich auf dem gesamten Globus. Möglich gemacht hat das ein bestimmtes System. Das Franchise. Die Idee zum McDonald's-Franchise kommt Ray Kroc 1954. Er beginnt seine Karriere als Verkäufer für Multimixer-Milkshakes. Als ich die McDonald-Brüder sah, stellte ich mir vor, Hunderte von Multimixern zu verkaufen und damit einen Gewinn zu erzielen. Das war alles, woran ich dachte. Ray Kroc überzeugt die McDonald-Brüder, ihr Konzept als Franchise im großen Stil aufzuziehen. Franchise heißt, ein selbstständiger Unternehmer leitet das Restaurant unter Aufsicht von McDonald's. 1961 kauft Ray Kroc die beiden Brüder für 2,7 Millionen Dollar aus dem Unternehmen heraus. Ihr Restaurant in San Bernardino dürfen sie behalten, müssen es aber in Big M umbenennen. Kroc eröffnet einen Block weiter, einen brandneuen McDonald's. Big M geht pleite. Ich wurde gefragt, ob ich den Verkauf auf irgendeine Art und Weise bereue. Meine Antwort lautet, definitiv nein. 1984 stirbt Ray Kroc im Alter von 81 Jahren. Er hinterlässt geschätzt rund 500 Millionen US-Dollar. Insider Tim war mehrere Jahre im operativen Geschäft von McDonald's tätig. Er hat viele Franchise-Nehmer von McDonald's betreut. In der Tat kann eigentlich wirklich jeder Franchise-Nehmer werden. Er muss halt im System viele Stationen durchlaufen haben und natürlich auch Fan-Erfolge erbracht haben. Und man ist auch fast für jeden offen, Franchise-Nehmer zu werden. In Deutschland laufen von den mehr als 1440 Filialen 94% über das Franchise-System. Ein Franchise-Nehmer muss die Nutzungsrechte für das Restaurantkonzept von McDonald's kaufen. Das kostet. Ja, natürlich. McDonald's ist ein starkes Franchise und eine starke Marke und lässt sich das natürlich auch bezahlen. Der Franchise-Nehmer bei McDonald's, der anfängt, zahlt einmal eine Einstiegslizenz. Die kann zwischen 25.000 bis 50.000 Euro liegen. Und dann natürlich gibt es die Franchise-Gebühr von 5%, hat eine Miete zwischen 12 und 18%, je nach Standort. Und der nationale Werbetopf liegt bei 4%. Die Franchise-Nehmer geben rund 25% ihrer monatlichen Einnahmen an McDonald's ab. Der größte Anteil ist die Miete. Der Konzern besitzt rund 80% der Gebäude selbst. Ein Geschäft, das sich lohnt. Laut zweier Gewerkschaftsstudien von 2017 fordert McDonald's in Europa Mieten ein, die im Schnitt dreimal so hoch sind wie für den Grundstückspreis angebracht. Jeder, der sich mit dem Mietmodell ein bisschen auskennt, der weiß schon, ja, es gibt schon Standorte, da schluckt man schon ein bisschen. Ja, zum Beispiel, wenn man in einer Innenstadtlage an einem Bahnhof, ja, so im Umsatz zwischen 3.000 und 400.000 netto im Monat hat, ja, und gehen nochmal von 15% Miete aus, dann werden da schon 60.000 Euro weniger. Und 60.000 Euro sind im Jahr dann schon weit über 600.000, ja. Das Geschäft mit der Pacht ist für McDonald's keine zusätzliche Einnahmequelle. Es ist das Kerngeschäft. Mehr als 9 Milliarden US-Dollar hat der Konzern 2022 mit Mieteinnahmen generiert. Rund 25,6 Milliarden US-Dollar stecken in Grundstücken und Gebäuden. Nicht ohne Grund wird die McDonald's-Aktie von manchen Kennern auch als Immobilienaktie betrachtet und nicht nur als Fastfood-Aktie. Ja, nach der Außen ist McDonald's natürlich schon der große Burger, aber natürlich profitiert McDonald's auch extrem von seinem Mietmodell und natürlich von seinen Immobilien. Ein goldenes Brötchen, saftiges Fleisch, knackiger Salat. In seinen Werbespots verkauft McDonald's den absoluten Traumburger. Insider Benny hat mehrere Jahre als Restaurantmanager bei McDonald's gearbeitet. Er weiß,
wie viel Arbeit hinter diesen Bildern steckt. Man sieht es hier an der Wand auch tatsächlich. Der Burger sieht genial aus. Wer hat nicht Lust auf hier ein Big Mac oder frische Pommes, wenn die so aussieht? Auf den Werbebildern stechen zwei Farben besonders hervor. Der grüne Salat und die rote Tomate. Ein Marketing-Trick. Es wird suggeriert, ich bin ein sattes Grün bei einem Salat oder auf einem knackiges Rot bei einer Tomate, dass man da keine Hintergedanken haben muss und keine 2 Stunden Sport machen muss, um den wieder abzutrainieren. In einer Umfrage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft von 2021 geben rund 90% der Befragten an, Essen muss nicht nur schmackhaft sein, sondern auch gesund. Salat und Tomaten im Vordergrund lassen den Burger ansprechender wirken. Es gibt dafür extra Produktfotografen und Food-Experten, die nur einen einzigen Burger stylen und der wird 8 Stunden abfotografiert. Und dann hat man das perfekte Bild, wie es hier auch ist. Für das perfekte Bild greift McDonald's tief in die Tasche. Über 190 Millionen Euro hat der Konzern allein 2021 für Werbung ausgegeben. Stefan Dangeleit ist Foodstylist und hat schon für die Fastfood-Kette gearbeitet. Er kennt die Tricks, um einen perfekten Burger zu stylen. Normalerweise wird er in einem Kontaktgrill beidseitig, heißt von oben und unten, angebraten. Und für den Kunden sieht es halt einfach besser aus, wenn der rundherum Röststoffe hat. Und deswegen flamme ich den noch mal an der Seite an, dass er einfach Farbe bekommt von allen Seiten. McDonald's hat strikte Vorgaben für Foodstylisten. Sie dürfen nur die originalen Zutaten des Burgerriesen verwenden. Mit Zahnstochern wird jede Zutat genau drapiert. Der Burger soll zum Anbeißen aussehen, wenn auch nur für kurze Zeit. Du machst natürlich mehr als einen dann, weil der hat nur eine gewisse Haltbarkeit vor der Kamera. Mehr als 15 Minuten darf der eigentlich nicht stehen. Ja, alle 5 Minuten machst du einen neuen. Stefan Dangeleit benötigt mehrere Stunden, um immer wieder den perfekten Burger anzurichten. Für das eine perfekte Bild. Burger ist drehbereit. Saftiges Rindfleisch, knackiger Salat, zart schmelzender Käse und... Cut! Einmal Soße bitte! Fertig ist der Big Mac. Werbung und Wirklichkeit. Zum Vergleich, der reale Burger bestellt in einer McDonald's-Filiale. Wenn man das jetzt vergleichen will mit der Produktfotografie, ist es dann doch weit entfernt. Also, das sieht dann nicht so appetitlich aus letztendlich. Ein offensichtlicher und trotz allem effektiver Marketing-Trick. Fett und Kohlenhydrate sind in der Werbung nicht zu sehen. Ein mögliches schlechtes Gewissen kommt dadurch erst hinterher. Und so kriegt man Psychologie letztendlich den Kunden dazu, fettigen Burger als gesund zu verkaufen. Als größte Fastfood-Kette hinterlässt McDonald's nichts dem Zufall. Clevere Bestellprozesse, fragwürdige Umweltversprechen und frühe Kundenbindung. Die Insider haben die cleveren Tricks und Marketingstrategien von McDonald's aufgedeckt. Wer beim nächsten Gang zum Fastfood-Riesen daran denkt, ist weniger verführbar.